Shalom Aleichem. In Buch Melachim, Könige 1, Kapitel 2, David der Melech liegt am Sterben und er macht ein Testament für seinen Sohn Shlomo. Und er sagt bei Pasuk 8, Shimi ben Gera von den Jeminim, von Bachurim, er hat mir verfluchtet, an dem Tag, wo bin ich weggelaufen von Machanaim. Und ich habe geschworen, dass ich werde ihn nicht töten. Aber jetzt kommt. Sollst ihm nicht schenken, warum ein kluger Mensch bist du? Und wirst wissen, was du sollst tun mit ihm. Und sollst machen niederen seine graue Haare mit Blut im Grab. Also David Amalek liegt am Sterben und er vergisst nicht die Menschen, die haben ihn gepeinigt und erniedrigt und verflucht. Ein König, Melech Israel. Und David HaMelech ist gestorben und er verlässt sich auf seinen Sohn. Shlomo HaMelech soll er die süße und kluge Rache nehmen von Shimi ben Gera. Und jetzt guck mal, wie schön ist das. Pasuk 36 hat der Melech geschickt und gerufen Shimi. Und er hat zu ihm gesagt, bau dir ein Haus in Jerusalem und du sollst dort sitzen. Und sollst von dort nicht rausgehen in irgendwo, also geh nirgendwo. Und es wird sein, in dem Tag, wo du gehst raus und du wirst rübergehen, dem Teich von Kedron, wissen sollst du. Also, ja, dort da wissen sollst du wissen. Kimotamut, also an dem Tag, wo du gehst über Kedron, wirst du sterben. Sterben wirst du sterben, Motamut, alles doppelt. Dein Blut wird sein auf dein Kopf. Und Shimi war in Jerusalem. Es ist schwer aber zu sein im Lager. Nach 3 Jahren sind 2 Knechten weggelaufen von Shimi zum Achish ben Machaim Gad. Und er hat genommen sein Esel und gegangen Gad zum Achish. Und jetzt kommt. Und Shlomo hat gehört, Pasuk 41, dass Shimi ist gegangen von Jerusalem, von Gad und zurück. Er ruft zu Shimi und hat gesagt, ich habe dir doch geschworen bei Hashem. An dem Tag, wo du gehst hin und ich, du wirst sterben. Warum hast du das nicht gemacht? Und dann hat er ihm erledigt. Wo ist die Weisheit? Wo ist die Klugschaft? Also, die Sache ist sehr interessant. Shlomo HaMelech hat gesagt, geh nicht von Kidron, also geh nirgendwo raus von Kidron. Kidron ist Ost. Was macht Shimi? Er hat gedacht, vom Ost, von Nachal Kidron ist nicht erlaubt zu gehen, aber West, von Achish Melech Gad Richtung Bet-Shemesh, Richtung Hebron ist erlaubt. Und da steht geschrieben, dass in dem hat er gefallen. Deshalb steht geschrieben, Walachta Anna ve Anna. Und so hat er gemacht das, was David HaMelech hat begonnen. Also Shimi ben Gera hat gedacht, dass Shlomo HaMelech wird nicht zum Herzen nehmen. Aber er hat ihm richtig gegeben, einen Weg, Fehler zu machen. Also jeder Mensch, der tut was Schlechtes, bekommt er zum Schluss seine Rache. Aber von diesem Kapitel sieht man auch, dass wenn man begrenzt ein Mensch, auch wenn das ist in ein Staat, irgendwann kann er nicht und er muss rausgehen. Aber auf jeden Fall, die kluge Rache ist gekommen. Muss man sehr stark achten, was man sagt und was man hört. Shkoyach.